Es gibt dunkle Orte im Internet, die man niemals besuchen sollte. Orte, die für das eigene Leben gefährlich enden können oder die zumindest von den Bildern, die man sieht und die Informationen, die man erfährt, so verstörend und schrecklich sind, dass man auch noch Tage und Wochen später verstört sein wird. Ich rede bei diesen dunklen Orten vom Darknet, von den Seiten im Internet, die man nur mit einem speziellen Browser erreichen kann und auf dem sich laut Legenden und einigen Videos die unterschiedlichsten kriminellen Menschen umhertreiben sollen. Menschen, die dort alles tun und lassen können, was sie wollen. Menschen, die im Darknet dafür sorgen, dass Menschen gefoltert und getötet werden. Und nun soll es eben eine Seite gegeben haben, die besonderer war als alle anderen. Eine Seite, die von etwas extrem Verstörendem gesprochen hat, und zwar von einer Darknet-Gameshow. Seit einigen Tagen habe ich von euch Nachrichten gekriegt, dass ich doch bitte einmal über die Darknet-Gameshow reden soll. Eine echte Version der Hunger Games, die es im Darknet gegeben haben soll. Für alle, die kurz nicht wissen, was die Hunger Games sind. Die Hunger Games sind letztendlich eigentlich eine Buchreihe, die später dann auch zu einem Film gemacht wurde oder in den unterschiedlichsten Spielen verarbeitet wurde. Es ist ein Battle Royale Prinzip, wo eben unterschiedlichste Leute zusammen in einem abgesteckten Bereich sich befinden und letztendlich sich gegenseitig dort umbringen müssen, bis nur noch eine Person überlebt. Diese überlebende Person ist eben dann der Gewinner der Hunger Games und kriegt entweder einen Preis oder kriegt als einzigen Preis eben sein Überleben. Dies sind letztendlich die Regeln der Hunger Games und eben so ein Event, so ein Hunger Game soll nun im Darknet stattgefunden haben, beziehungsweise genauer gesagt in Russland. Ich habe mich sofort auf die Recherche gemacht und das Einzige, was ich dazu wirklich finden konnte, bevor wir jetzt über die Inhalte reden, war ein Video von dem Horror-YouTuber Dennis König. Dieses Video ist für euch einmal in der Beschreibung verlinkt. Schaut auf dem Kanal gerne mal vorbei, er macht sehr interessante Horror-Videos. Auf jeden Fall hatte er, als er sich eben durch das Darknet geklickt hat in einem Format von ihm, eben diese Seite entdeckt. Eine Seite, wo davon gesprochen wurde, dass die allererste Folge der Darknet-Spiele bzw. der Darknet-Game-Show, dieser Hunger Games, nun beendet ist, aber eine zweite Folge kurz bevorsteht. Und auf dieser Seite, die eben von der Beendigung des ersten Males erzählt hatte, fand man eben auch alle Informationen zu diesem Thema. So fand man zum Beispiel einerseits heraus, dass es eben in Russland stattgefunden haben soll. Genaue Beschreibung, wo in Russland es stattgefunden hat oder unter welchen Regeln wirklich, ist nicht dort gegeben. Es wird grundsätzlich nur erzählt, dass es eben in Russland stattgefunden haben soll und eben ein Event war, wo mehrere Dutzend Menschen waren, die eben auf das Leben und Tod sich gegenseitig bekämpft haben. Sprich, ein Event, wo wirklich, wie in den Hunger Games, Menschen alles getan haben, bloß um zu überleben. Auf dieser Seite selbst, wo man eben diese Informationen kriegt, gibt es dann aber auch noch Beweise, dass eben diese Hunger Games so stattgefunden haben. So gibt es nämlich, wenn man etwas runterscrollt, unterschiedlichste Bilder, die eben bei diesen Hunger Games gemacht wurden. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich noch nie im Darknet gewesen bin und auch diese Seite im Darknet nicht gesucht habe bzw. mich auf die Suche danach begeben hat, einfach weil ich das Darknet persönlich nicht besuchen will. Das bedeutet, die Informationen, die ich euch gerade bieten kann, stammen von den Erkenntnissen, die Dennis König in seinem Video gemacht hatte. Auf jeden Fall, auf dieser Seite sieht man dann eben die unterschiedlichsten verstörenden Bilder, die von eben diesen Hunger Games gemacht wurden. Man sieht einerseits Luftbilder von scheinbar den Leuten, die dort mitgemacht haben, sprich irgendwann zu Beginn der Hunger Games, wo alle Leute noch relativ auf einem Haufen sich befunden haben und später dann eben Bilder von toten Menschen oder Dingen, die so aussehen wie eben verstümmelte Menschen, Körperteile. Man sieht also quasi, so wie Dennis König in seinem Video sagt, die unterschiedlichsten wirklich verstörenden und widerwärtigen Dinge. Dinge, die man sich nicht angucken will und Dinge, die eben beweisen, dass dies kein freundliches Hunger Game gewesen ist, sondern wirklich eine brutale Gameshow, bei der es ums nackte Überleben ging. Und wenn man sich dann noch weiter runterklickt, noch weiter runterscrollt, sieht man eben auch die Meldung, dass es einen Gewinner bei den ersten Hunger Games gab. Und zwar eine Person namens Anton.
Dieser Mensch soll es eben geschafft haben, die allererste Folge von den Hunger Games gewonnen zu haben. Man sieht dann eben auch ein Bild von Anton und vor allem darunter eine Nachricht von eben den Dingen, die er erlitten hat. Denn er ist nicht einfach da rausgekommen, ohne auch nur irgendeinen Kratzer zu haben. Ihm wurde ein Auge rausgerissen, er hat gebrochene Rippen gehabt, Schürfwunden und vieles, vieles mehr. Sprich, auch wenn Anton die Gameshow gewonnen hatte, ist er ab jetzt für sein Leben gezeichnet, weil er eben extrem schwere Wunden abbekommen hat. Aber immerhin ist er der einzige von all den Teilnehmern, der diese Gameshow gewonnen hat. Wenn man sich das Ganze so ansieht, ist das Ganze extrem verstörend. Und die Seite sagt eben auch, dass man zusehen kann, dass man sich die ganzen Aufnahmen ansehen kann und auch bereits für die nächste Staffel dann zugucken kann, wenn man einen gewissen Preis bezahlt. Dieser Preis, so wie es im Darknet immer ist, beträgt 0,4 Bitcoins. Sprich, im Darknet bezahlt man eigentlich fast immer in Bitcoins, Kryptowährung, weil man das Ganze nicht so gut nachverfolgen kann und es eben relativ anonym bezahlen kann. Und 0,4 Bitcoin sind eben der Preis. Das klingt nicht viel, sind aber umgerechnet um die 10.000, 11.000 Euro. Sprich, wenn man 10.000 oder 11.000 Euro ausgibt, soll man Zugriff auf die alten Videos haben, die es eben dort gab, und man soll auch Zugriff bekommen auf die nächste Staffel, wenn sie dann einmal stattfindet. Das sind die gegebenen Informationen. Und wie gesagt, das Ganze klingt verstörend und gruselig. Die Frage ist diese Seite, ist das, was wir dort gelesen haben, wirklich real? Guckt man als erstes mal im Internet die unterschiedlichsten Newsseiten durch, dann findet man keinerlei Nachrichtenartikel, die darüber sprechen, dass es Real-Life Hunger Games gegeben hat, dass es einen grausamen Mordfall in Russland gegeben hat, wo mehrere Dutzend Menschen gestorben sind, weil sie an einem Darknet-Spieleabend bzw. einer Darknet-Gameshow mitgemacht haben. Dies ist allerdings jetzt kein großes Argument, weil eben die Dinge, die im Darknet passieren, immer geheimnisvoll sind bzw. immer so durchdacht sind, dass sie von der Öffentlichkeit, von den Medien, von der Polizei nicht bemerkt werden. Russland ist ein riesiges Land mit vielen Gebieten, die eben nicht bewohnt sind. Sibirien zum Beispiel ist ein sehr großer freier Raum, wo viele Orte lange Zeit nicht besucht werden. Wenn an irgendeinem sehr abgelegenen Ort in Sibirien eben Menschen eine Hunger Games Version erschaffen würden, würde niemand davon mitkriegen, Russ. Sprich, es kann durchaus sein, dass solche Hunger Games stattgefunden haben, ohne dass die Polizei, Medien oder sonst jemand darauf aufmerksam geworden wäre. Doch es gab tatsächlich einmal eine Geschichte, dass in Russland Hunger Games stattgefunden haben sollen bzw. stattfinden sollten. Und zwar eine Gameshow namens Winters 2. Und dabei geht es eben darum, dass eine Hunger Games Version in Russland stattfinden sollte, in Sibirien, wie ich es eben gesagt habe, in der alles erlaubt war. Vergewaltigung, Mord, Verletzen, alles Mögliche. Damals gab es einen riesigen Ausruf im Internet, dass das Ganze schrecklich ist und man das Ganze stoppen sollte. Doch damals im Jahr 2017 oder 18, als das Ganze rauskam, war das Ganze nichts weiter als ein Marketing-Gag gewesen, beziehungsweise ein soziales Experiment, um zu sehen, ob Leute sich dafür wirklich anmelden würden, ob sie tatsächlich mitmachen wollen würden. So eine Gameshow, Winters 2, wie sie heißen sollte, hat es niemals gegeben. Sie war jedoch tatsächlich mal in der Planung, in einer freundlichen Version, ohne wirklich Mord und Totschlag. Sprich, auch wenn es damals diese Geschichte gab, hat es nie stattgefunden. Das, was jetzt aber im Darknet dort gezeigt wird, ist etwas gänzlich anderes als dieser Marketing-Move von damals. Sprich, das in den Hunger Games, beziehungsweise das im Darknet, die Hunger Games, haben nichts zu tun mit der damaligen PR-Geschichte. Ich kann euch nicht ganz klar anhand von Beweisen und Fakten sagen, ob das, was eben Dennis König dort herausgefunden hat, tatsächlich echt ist. Ich kann euch nicht an Fakten und Beweisen zeigen, dass ja, tatsächlich gab es in Russland so einen Vorfall oder es gab keinen, aber ich kann euch eine Einschätzung bieten, was ich glaube. Im Darknet ist es relativ unwahrscheinlich, dass es wirklich so eine Gameshow dort gegeben hat. Es gibt diese Gerüchte, dass man sowas im Darknet finden soll, doch dass so etwas tatsächlich stattgefunden hat, ist relativ zweifelhaft. Was ich eher vermuten würde, beziehungsweise was ich als die wahrscheinlichere Antwort sehe, ist einfach, dass es dort jemanden gibt, der eine Seite erstellt hat, auf der er gelogen hat, dass es solche Hunger Games gegeben hätte. Er hat also diese Seite erstellt mit dieser falschen Geschichte, hat dann Gorbel aus dem Internet gesucht und sie auf seine Webseite geladen und verlangt nun dort eben, wenn man sich die ganzen Szenen ansehen will,
einen sehr hohen Preis von 0,4 Bitcoins, um Zugriff zu kriegen. Wenn man selber jetzt sehr interessiert ist, warum auch immer, an diesen Sachen und nun also tatsächlich 10.000 Euro bezahlt, um sich das anzugucken, würde ich davon ausgehen, dass sobald man das Geld bezahlt hat, das Geld weg ist. Dass man keinen Zugriff für irgendetwas bekommt, sondern man letztendlich einfach nur hintergangen wurde bzw. verarscht wurde und jemand sich mit deinem Geld aus dem Staub gemacht hat. Denn wenn ihr im Darknet mit Bitcoin bezahlt, könnt ihr nicht einfach euren Provider oder jemanden wie PayPal anschreiben und fragen, ob er euch einmal das Geld zurückholen kann. Wenn ihr das macht, macht ihr es auf eigene Gefahr und euer Geld ist dann weg. Deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass es eben genau so etwas ist. Es ist nichts weiter als eine Falle für Leute, die aus irgendeinem Grund so interessiert an brutalen Morden sind. Ich würde also nicht davon ausgehen, dass das Ganze echt ist, sondern es sind irgendwelche Bilder aus dem Internet auf eine Seite geklatscht. Doch mich würde eure Meinung interessieren. Was glaubt ihr? Gab es diese Hunger Games wirklich oder ist das Ganze nichts weiter als ein Fake? Eure Meinung gerne in die Kommentare und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.